Da spielt er sich wieder, der Kevin, gell? Hat er wieder was Schönes entdeckt. In dem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kevin, heute haben wir was Leckeres, oder? Heute haben wir definitiv was Leckeres. Aber wir haben einen ganz unscheinbaren Schlüssel. Aber wir haben was Blaues. Ich habe heute gar kein Hybrid-Shirt eigentlich an. Aber es macht nicht. Ich habe ein Lexus Racing-Shirt heute an. Und wir haben heute einen ganz, ganz geilen Gast, einen Österreicher. Den Bertel, ein ganz lustiger, der kommt gleich zum Video dazu. Also, heute haben wir einen letzten Lexus GS. Lexus GS Hybrid, mega tolles Auto, richtig schön. In schwarz mit Perlmuttlack, ganz, ganz toll. Und, muss man dazu sagen, Kevin, gell? Heute ist President Day wieder mal. Schon wieder. So ein Lexus mit wirklich voller Hütte. Also ein GS mit kompletter Vollausstattung in der President Line. Geile Ausstattung. Schau mal, Kevin. Hau dich mal her. Ist das nicht schön? Ha? Sieht das nicht gut aus? Das ist halt immer wieder bei Lexus beeindruckend. Ne? Mega, oder? Schwarzes Auto mit der Hellcreme-Ausstattung finde ich mega geil. Richtig gut. Und auch hinten, das macht doch einfach ein richtig geiles Bild, oder? Ha? Ah, ist schon einfach echt geil. Wie bei unserem großen LS, so muss das. Einmal volle Hütte. Und glaube ich gar nicht so einfach, dass man überhaupt eine President Line in der Ausstattung da überhaupt am Markt bekommt, oder? Müssen wir mal gucken, wo ist denn eigentlich unser Besitzer? Wo ist denn der Bertel? Da ist er. Komm! Aber ich noch so hetzen, oder? Schön, dass du da bist. Danke dir. Das ist der Bertel. Und erzähl mal was über deinen GS. Warum kaufen wir den GS? Weil er vor 35 Jahren mein Traumauto war. Nach dem IS. Ich habe damals einen IS gefahren und das war die erste Geschichte von wegen Berührung mit Lexus. Kein Schwein, ob das Ding kennt. Was hast du denn gehabt? Einen IS? IS 200. Den ersten aber, ja, oder? Mit dem schönsten Tacho, was ein Auto je gehabt hat. Und die schönsten Heckleuchten, die sie müssen wir schneiden. Schafe! Diese BMW dann alle auf die 3er BMW hinten aufgeschnallt haben. Und wenn man schlecht vom Dialekt her hören kann, er kommt natürlich aus unserem Nachbarland, ja, Österreich. Muss ich Hochdeutsch reden? Ja, spinnst du? Moment, dann müssen wir ja Bayerisch reden eigentlich, oder? Ich habe kein Problem damit. Ist eh klar, weil die ganzen Asiaten, die uns zuschauen, verstehen sowieso kein Wort. Und ab da ist Deutsch, die feiern so oder so alles. Jo, nein, ja, ich habe damals einen IS 200 gehabt, der IS 300 ist nebenbei gestanden, keine Kohle, junger Bub. Irgendwann habe ich gesagt, der 300, den lassen wir mal raus. Geil! Ja, 25 Jahre später steht der 300er da. Und in Österreich findet man doch sicher keinen GS in voller Hütte, oder? Fast doch bestimmt nicht. Schwer, oder? Ist das ein österreichisches Auto oder ein deutsches Auto gewesen? Nein, österreichisches Auto. Österreichisches Auto gewesen. Erste Lassung war der Frei in Wien. Aha. Der ist viermal zum Opernball gefahren und wieder retour. Ha? Das war's. Dafür haben sie dieses Auto. In Salzburg zum Opernball? Nein, in Wien zum Opernball. Da hat er auch seine einzigen Kilometer drauf. Ich habe den übernommen mit 4000 Kilometer. Na super, gar nichts gefahren. Ja, tipptopp. Wie lange hast du den jetzt? Zweieinhalb Jahre. Und, was man sehen kann, er ist ja sowieso auch ein Lexus-Verrückter, das merkt man ihm ja schon voll an. Es ist so ein schönes Auto, unabhängig davon, das Grundmodell ist ja schon wirklich schön, oder Kevin? Kann man sagen, was man will. Ja. Aber er hat ja auch schon an der Dynamik, auch schon an der Aerodynamik, hat er ja auch schon gebastelt. Ja. Ist ein kompletter Maxton-Kit drauf, was ich übrigens total feiere, weil ich finde den Maxton-Kit nämlich wirklich richtig schön am Auto. Ich finde designtechnisch, das passt wirklich, wirklich richtig gut. Schweller, also die denken sich da schon was, definitiv. Und auch von vorne, Kevin, die Lippe, die müssen wir mal draufnehmen. Das passt doch wunderbar zum Auto, oder? Ja, vor allem saugeil auch in Wagenfarbe lackiert. Ja, du spoilerst ja immer alles voraus weg. Da sieht man, dass das nicht schwarz ist. Ja, super. Warum hast du die Teile in Wagenfarbe lackiert? Weil es anders einfach so ausschaut. Nee. Nein, es passt. Also wie gesagt, es ist kein F-Sport, ja, da brauche ich mit Carbon nicht anfangen. Ja. Matt-Schwarz geht gar nicht. Ja. Ich meine, das ist. Und deswegen hast du es in Wagenfarbe lackiert, das finde ich richtig gut. Übrigens müssen wir mal schauen, wir haben jetzt noch ein schönes Zeitfenster, Kevin, und dann ein bisschen geiles Wetter. Vielleicht bringen wir noch ein schönes Pörnchen rein, weil diese Lackfarbe ist nämlich in der Sonne richtig geil. Das ist nicht nur ein Unischwarz oder so, nein, das ist nämlich das Perlmuttschwarz. Mhm.
So richtig wie bei unserem Lexus, richtig schön mit Glitzer und Bling Bling. So, und was machen wir jetzt heute an der Karre? Du hast gemeint Pedalbox. Machen wir. Ja. Weil, der Kunde darf Probe fahren, wenn er nicht zufrieden ist, darf er es wieder zurückschmeißen. Na, Scheiße. Schauen wir mal. Der Hund baut eine gute Werbung für uns ein. Morgen tun wir auch wieder nichts anderes. Wir nur, ach nee, weißt du, einen ausbauen. Nee, apropos, wir machen so viele Pedalboxen. Und gerade bei Toyota, Lexus und gerade bei den Hybridautos funktioniert unsere Pedalbox sowieso am geilsten. Absolut. Da haben wir im Vorfeld schon ein bisschen drüber geredet. Ja, ich habe mich auch schon erkundigt. Leider haben sie da einen anderen Stecker gebaut, wie den, der was drin sein sollen hätte. Also machen wir heute das Video auf dem zweiten Rutsch, auf gut Deutsch gesagt, weil wir dann doch eine andere Box braucht haben, aber macht nichts. Ja, das erste Mal war nur anschnuppern. Und genau, anschnuppern. Und ich habe mir gedacht, heute nehmen wir euch mit. Wir bauen jetzt mal unsere Pedalbox mit unserer Software ein. Wir machen die mit App-Steuerung, weil dann können wir sie verstecken, dann braucht die keiner. Und dann fangen wir mal, Kevin, oder so ein paar Customer Reactions ein, oder? Ich glaube, dass der Bertel da ganz gut prästiniert dafür ist. Ja, Wahnsinn. Oder Scheiße. Na, schauen wir mal, wie seine Emotionen später sind. Du hast das Auto jetzt lang genug, du weißt, wie er original fährt. Ja. Also, und wenn wir unseren Job noch gleich mal gemacht haben, wir brauchen nicht lang, zeigen euch aber noch den Einbau, dann schauen wir mal, wie deine Reaktionen drauf sind, oder? Guck mal. Kevin, dübeln wir erst einmal die Pedalbox rein, oder? Ja. Ich lasse einmal das Auto hoch, weil dann brauchen wir uns nicht runterbücken, oder? Mega schönes Auto. Total toll. Und leider muss man sagen, Kevin, gell, das ist der letzte GS. So, das Arbeiten soll ja im Alter immer angenehmer werden, weißt du? Deswegen. Genau. So, jetzt schauen wir mal. Noch einmal, wir haben vor kurzem eigentlich erst ein Einbauvideo gemacht, wie ihr eine Pedalbox richtig am Auto einbaut. Das Video verlinkt man unten mal. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Wir zeigen es jetzt aber trotzdem am neuen Lexus, aktuellen Lexus GS oder immer noch neu, weil es kommt ja kein Nachfolger. Von dem her kann er ja gar nicht alt werden, oder? Der kann nicht alt werden, oder? Geht dann eigentlich. Von dem her ist immer ein neuer GS. Also, wichtig ist, Zündung ausmachen, Schlüssel raus und die Fahrertür lasst ihr ein paar Minuten offen, dass vom Steuergerät die Spannungsversorgung zum elektronischen Gaspedal weggeht. So, und heute machen wir eine DTE-Pedalbox rein mit App-Steuerung. Sind wir wieder soweit, Kevin, oder? Warum nehmen wir eine App-Steuerung? Normalerweise nehmen wir die eigentlich eh nicht so oft mit App-Steuerung, aber bei ihm macht es Sinn. Das ist tatsächlich eher selten, dass die Leute die mit App kaufen, ne? Ja. Ja, schon. Viele machen es ohne App, aber... Und spackst mir dann die anonymen zwei Löcher ins Armaturenbrettel, oder? Alter, was reden da ab? Und genau das werden wir jetzt machen, oder? Ich glaube, ich gebe dir mal einen Schraubenzieher, damit ja, du dir... halt, nee, wie war das? Der Kevin, warte mal, haben wir das Tränentuch, haben wir das noch da? Da gab es auch so ein Tränentuch, wenn du die zwei Löcher im Armaturenbrett hast, dass du dir die Tränen wegwischen kannst, oder? Am besten da oben beim Holz. Ja, genau. Da halten auch die Spacks am besten. Ja, wenn ich gerade sagen, da brauchst du nicht mit Dümen. Also, warum haben wir uns, Kevin, komm mal her, wir haben uns für die App-Variante entschieden, weil das Auto hat so eine schöne Innenausstattung. Ja, wo soll man denn da Löcher hinmachen? Soll man da Löcher hinmachen, das befestigen oder hier? Also, das geht ja überhaupt mal gar nicht, oder? Was suchst du? Der Kevin sucht wieder was. Er sucht was. Ach so, ja, wir brauchen noch Licht. Okay, also, bauen wir mal unsere Box ein. Die richtige Software für den Lexus GS Hybrid haben wir schon installiert, die ist schon drauf. Hab schon vorgesorgt. So, beim GS geht es eigentlich relativ einfach. Ich weiß gar nicht, ob der Kevin das mit drauf kriegen kann. Wir haben, da unten wird man schlecht hinkommen. Wir haben einmal das elektronische Gaspedal und oben am elektronischen Gaspedal, Entschuldigung, oben am elektronischen Gaspedal, da haben wir einen elektronischen Stecker. Und genau den ziehen wir jetzt ab. Und da klemmen wir uns mit unserer Pedalbox dann zwischen rein. So. Und anstatt, dass wir die Box da irgendwo sichtbar hinmachen, werden wir die schön ordentlich da unten an der Fußraumverkleidung werden wir es montieren. Habe ich mal gedacht, oder? Oder der Kevin riecht dabei einfach mal im Bohrer her. Ich mache da eine sehr schöne so Edelstahl-Flügelmutter irgendwie was? Drauf, was schon, da wo du noch dein Tränentuch hinhängen kannst. Hast du einen Haken? Ein Haken.
Und der Einbau ist gar nicht großartig kompliziert. Jetzt muss ich mal gucken, warte mal, dass unser Kevin das einfangen kann. Gaspedalstecker habe ich abgezogen. Wir klemmen uns jetzt zwischendrin und im Endeffekt war es das dann eigentlich schon. Der Stecker passt. Ja, was sie da aktuell für eine Schiene fahren, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Die verwerten momentan alles, was sie irgendwie an Lager haben. Ja, wen wundert es bei dem Chipmangel? Die müssen schon das Autos weiterkriegen. Ja. Das ist leider momentan ein bisschen ein Problem. Die Abteilung Frankenstein. So, zusammengesteckt sind wir schon. Und jetzt werden wir das ganze Dingens da unten schön verstecken. Ich mache dir das jetzt über den UWD-Stecker. Ja genau, damit du nicht mehr hinkommst. Achso, über. Also über drüber meinst du. Und drüber. Wahnsinn, Hasluftfilm. Genau. Was ist echt los? Normal macht man sowas mit Feuerzeug oder mit Bumsen. Nee. Schrumpfschläuche und sowas. An der Armaturentafel. Im Lieferumfang sind so kleine Klebepads mit dabei und die kleben auch sehr, sehr gut. Aber wir machen diese Klebepads immer ein bisschen warm, weil dann kleben die nämlich noch besser. Und die mögen Hitze. Genau. Dann brauchen wir nämlich an dem Auto gleich mal gar nichts bohren. Und auch keine schönen Flügelmuttern hinmachen oder so. Kennt ihr jemanden, der ganz froh drüber sein dürfte? Feig. Okay. Her mit der Spackschacht. Und falls der Christian von der Christian Miali von DT Systems das Video sieht, in dem Sinne wieder viele Grüße, schick uns ein paar Tränentücher. Die Schrauben dazu. Moment, das ist eine Supra A70 Schraube, gell? Die das? Ist 30 Jahre alt. Das? Die ist zwar optisch ein bisschen. Genau, das erhöht an Wert der Box, aber sowas von. Warte mal, jetzt muss ich mal schnell gucken, wo wir die hinmachen. Und wenn man diese Klebepads eben da ein bisschen warm macht, dann kleben die richtig gut. Dann braucht man da nämlich gar nicht bohren. So, und der gute Bertel darf schon mal in den App Store reingehen. Was bist denn du? Bist du Apple-User, Android-User? Was hast denn du? Anti-Android-User. Huawei. Dann kannst du dir schon mal von DTE die passende Pedalbox-Software runterladen. Dabei verlege ich mal die Kabel. Nee, wir machen das sonst so, wenn wir es nicht fest montieren dürfen, dass wir immer das Kabel so um die Lenkstange machen. Also ja, passt. Das ist dann der sogenannte Lenkbegrenzer. Ja, genau. Da füllen wir mal das Ding dabei rein, hör ich. Mundfußlich reden. Nee, richtig. Brutal. So, da la Box haben wir drin. Und jetzt verbinden wir mal die neue Pedalbox bei dir mit deinem Handy. Du hast ja die App schon runtergeladen, oder? Hab ich. Die hast du schon? Ah, scheiße, ich habe wieder keinen Schlüssel. Warte mal. So, Schlüssel brauchen wir. Ohne Schlüssel geht gar nichts. Dann geben wir ihm mal Zündung. Dann bleiben wir auf der Minustaste ein bisschen drauf. Also, wenn die Zündung an wäre. Du musst die Bluetooth-Verbindung dann aktivieren. Ja, ich schon. Ich bin schon beim Suchen. Meine Box blinkt auch schon. Wie heißt denn das Ding? Pedalbox. Du kannst dann danach einen individuellen Namen vergeben. Was schlagt da Neues vor? So. Da, Lexus. Also nein, nee, das ist meiner. Ja. Deiner? Lass mich meinen. Kann er ja noch nicht wissen. Jetzt haben wir zwei. Was funkt denn da noch so rum, Bluetooth-mäßig? Bei uns ein Haufen Klumpen. Mit 6x die Nui wird jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein. Nimm die mal. Sind Sie sicher, dass das Gerät in Kopplungsmodus ist? Okay. So, da verbinden wir jetzt mal und dann
schwingen wir uns mal ins Auto und machen eine erste Probefahrt und schauen wir mal, was das Ding kann, oder? Passt. Genau. So, Lala, die App ist verbunden. Zündung ist eh schon an. Lassen wir mal runter. Kevin, hast du ein Feuchttuch dabei? Falls ihm noch einer abgeht. Normal bist du für das zuständig. Vielleicht hast du schon alle verbraucht. Aber wo wir gerade beim Feuchttuch sind, wann dübel war das Ding jetzt eigentlich bei dir beim Nexus als Armaturenbrenner? Gar nicht. Die ist schön versteckt und das passt auch so. Da macht die App-Steuerung echt viel Sinn. So, und jetzt schwingen wir uns mal ins Auto, oder Bertel? Da, du fährst dein Auto. Moment, wo habe ich einen Schlüssel? Das ist immer das mit diesem schlüssellosen Zeug. Genau. So, Lala, App-Steuerung haben wir installiert, oder? Jo. Dann mach mal die App auf. Pedalbox-App. So, Lala, eine ganz easy App, haben wir dir schon mal gezeigt, Kevin? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, haben wir die noch nicht gezeigt? Doch, beim letzten Pedalbox-Video, glaube ich, oder? Eigentlich sehr übersichtliche App. Man kann die Pedalbox unterm Fahren jederzeit natürlich die Modis ändern, die Einstellungen ändern, man kann sie bedienen, überhaupt kein Problem. Achtung, was wichtig ist, es gibt nur immer wieder eins, das wird manchmal falsch gemacht, man sollte nicht zeitgleich Gas geben und an der App zum Beispiel das Programm wechseln oder Intensität wechseln. Man kann es unterm Fahren machen, aber dann kurzen Fuß vom Gaspedal und erst dann die Einstellung ändern. Das ist im Endeffekt sonst genauso, dass man den Gaspedalsensor zwei Leute ins Ohr schreien. Da kommen auch wir durcheinander, oder? Wir haben einmal den City Mode. Den haben wir programmiert extra aufs Hybridsystem, so dass wir ganz geil Sprit sparen können. Und die Reichweite im EV-Modus können wir sogar noch erhöhen zur Werksangabe. Total geil. Wir haben Sportmodus. Das haben wir ganz gut konfiguriert. Und wir haben den Sport Plus Modus. Sport Plus, verändern wir das Ansprechverhalten vom Hybrid so dermaßen, das wirst du jetzt beim Wegfahren natürlich nachher gleich merken, das Auto ganz anders fährt. Achtung, wir sind dann auf deine Reaction gespannt. Gegenfrage, was passiert denn mit dem da herum? Gar nichts, bleibt unverändert. Du kannst deine Fahrdynamik-Modus, kann man bei jedem Sport S, Plus etc. Eco-Mode, kannst du genauso lassen. Okay. Ändert sich da irgendwas im Zusammenhang mit dem Ding? Ja, haben wir aber programmiert. Ah, okay. Genau. Cool. Du kannst da jederzeit sagen, ma, ich will die Pedalbox nicht aktiv haben. Aus. Ja. Dann klickst du da oben drauf, dann ist das Ding jetzt wirklich aus. Ich mache jetzt mal den Sport Plus Modus rein. Mhm. Aha. Und du kannst dann jedes Programm individuell mit Plus, Minus, kannst du nochmal feinjustieren und anpassen, so wie es dir am besten taugt. Wir haben den Sport Plus Modus am GS Hybrid ganz geil optimiert. Ich würde den auf Mittelstellung lassen. Glaube, das ist ganz gut zu fahren. Aber das testen wir mal durch und schauen wir mal, wie es dir gefällt. Kevin, ich würde sagen, du haust die mal mit ins Auto rein, oder? Und dann schauen wir mal, wie so seine Reaction ist. So, lass mal jucken. Fahren wir Sport Plus. Fahren wir Sport Plus. Erst einmal gemütlich da runterfahren. Ui, die Flocken. Aha, merkst schon einen Unterschied, gell? Ja. Da schau. So, lass mal den Lackierer ein bisschen jucken. So, schauen wir mal. Alter, macht das Ding lade. Jetzt sind wir aber gerade erst weggefahren, ja, gell? Also, ich glaube beim Wegfahren, du merkst sofort schon den Unterschied. Er spricht viel schneller, ja. Wir haben das jetzt natürlich schon ziemlich aufs Maximum optimiert. Man muss es fühlt sich aber original an wie ein normaler Benziner. Ja. Jetzt. Also ja. Nichts mehr Hybrid. Ja. Nehme ich die ersten paar halben Zentimeter oder was, das ist richtig. Ja. Mhm. Man merkt es doch. Ja. 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 Bleib am das Wegfahren. Ist genau ja. Das, was beim Hybrid noch geht. Genau. Und ich glaube, das, was da abgegangen ist, das
Ansprechverhalten vom Auto. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon zeigen können auf die ersten Meter, dass man das viel besser machen kann. Ich weiß nicht, warum das bei Toyota so ist, aber es sind alle elektronischen Gaspedale. Kannst an der Karre alles konfigurieren und individualisieren. Wieso bitte macht sie Stepper die Gaspedale nicht dazu? Damit das smooth ist, damit der ganz schön gleich ist. Ja, das ist smooth, ich kann mich umschalten auf Eco. Richtig, genau. Im Übrigen funktioniert auch die Pedalbox und unsere Software da ohne Probleme mit dem Tempomaten. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Tempomaten auf der Autobahn fährst. Ja, ist er dann flotter beim Überholen? Ja, ist er. Genau. Weil er ist diese Trägheit vom Tempomaten ist weg. Convenient, wie du so schön hast. Ja. Als der Verwalter. Also höflich ist ein Hilfsausdruck. Ja. Und genau das, der Effekt ist am Tempomaten natürlich genauso spürbar, als wie wenn du jetzt selber mit dem Fuß, mit dem Gaspedal fährst. Das ist ein ganz, ganz positiver Effekt. Jo. Gerade mit dem automatischen Abstandsradar auf der Autobahn, weißt schon, ist oft so, zirkt da einer rein und wenn er noch wegfährt, dann braucht er immer so lang, bis da er noch wieder drauf beschleunigt. Jeder auf das, BMW was und jeder Mercedes hat da schon dreimal aus und wieder reingefahren. Richtig, ja, genau. Und wie gesagt, du kannst jetzt unterm Fahren jederzeit mit Plus, Minus, kannst du deine Pedalbox kannst du das anpassen. Geht, das geht jetzt nur verheerend, oder? Genau. So. Da musst du halt dann im Winter schauen. Im Winter, falls du fährst. Fährst du quer, siehst du mehr. Richtig, ja? Genau. Aber auch das Durchschalten von der Automatik in allen Gängen und so weiter, also ist das Ansprechverhalten schon um ein gutes besser. Mehr Motordrehzahlleistung hat er natürlich oben rauf nicht, aber die Gasannahme kommt natürlich schneller. Und da macht jetzt unsere Pedalbox halt Sinn, weil die haben wir versteckt eingebaut, die sieht keiner, das Ding ist sowieso TÜV-frei. Aber wenn du mal das Programm wechseln willst oder irgendwas verändern willst, machst du die App auf, dann ist das eigentlich echt cool. Er merkt sich die Werte, oder? Genau. Wenn du das Auto jetzt ausschaltest, es bleibt immer der zuletzt eingestellte Wert von der Pedalbox. In jedem Modus. Ja, genau, das bleibt gespeichert. Also wenn du dauernd im Sport Plus Modus fährst, machst du ihn aus, machst ihn wieder eigentlich an, ist, eigentlich bleibt ist er. Das mein Modus, in dem ich gucke. Der Eco-Mode. Da. Das ist der City-Mode, genau. Sagst, das Ding kann man nur verheerend einschlafen lassen. Richtig, genau. Jetzt ist das Ansprechverhalten, das haben wir verdammt träge programmiert. Ja. 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 Ja, nee, ist klar. Ja. Aber du kannst auch deinen Eco-Mode kombinieren mit dem Sport Plus-Mode. Könnte man, ja. Aber meistens ist es. Ja. Du kannst jetzt, wenn du ein Hardcore-Hybrid-Fahrer bist, natürlich im Eco-Mode fahren und unsere Pedalbox-Software auch in dem City- oder Eco-Mode. Und wirst du sehen, da kannst du sogar noch mal die Reichweite vom rein elektrischen Fahren, kannst du sogar noch mal einen Ticken vergrößern. Auch das, also für es ist ja kein Elektroauto. Es ist ja Hybrid, das verstehen ja die meisten nicht. Man fährt ja da keine 40 oder 50 Kilometer, sondern seine 3 Kilometer, wenn er neu ist, oder 5. Das passt schon. Das Ding soll ja nur beim Überholen mit. Du, Kevin, hat ja eigentlich hinten so ein Klorollenhut-Ablagen-Ding. Weil er vor dem City-Mode spazieren. Warte mal, ich finde komischerweise auch noch keinen Wackeldackel. Aber merkst du sofort beim Programm wechseln? Unglaublich, gell? Ja. Jo. Macht Sinn. Macht Sinn. Jung bin ich da schon eher. Und die Leistung und Gasannahme ist halt sofort da. Das ist um einiges besser. Wie gesagt, das ist meistens nervt an der Ampel oder wenn du stehst oder wenn du überholen willst. Genau. Ist dann das, wo eigentlich, ja, da dürfte ruhig ein bisschen zackiger sein. Da fahren wir wieder zurück. Okay. Ja. Aber so von der Fahrdynamik her, gell? Fährst du quer? Sinn. Siehst du mehr? Ja. Ja, so hätte man jetzt auch schon, hätte man THC ausschütten müssen. Sonst funktioniert das bei dem so schwer. Er fischt ja so schnell. Aber von der Fahrdynamik her ist er gleich einmal Hausnummer agiler. Ja. Es fühlt sich an, als wie wenn er mehr Leistung hätte, hat er aber nicht. Nein, es, wie gesagt, das ist rein nur das Ansprechverhalten. Das richtig. Ist das, was eigentlich bei der Ampel oder wie gesagt eben beim Überholen nervt. Genau. Das heißt, man sieht eigentlich dann, glaube ich, ganz gut, Kevin, oder? Dass wir das Ansprechverhalten bei unseren Toyota Lexus Hybridfahrzeugen schon enorm verbessern können. Ja.
Wir sind es ja gewöhnt, weil wir machen das ja jeden Tag. Das heißt, wenn ihr das Ding jetzt disabled, ja, dann ist es im normalen Sport. Genau. Jetzt fährst du ja aber wieder normal. Ja, Alter, das merkst du schon. Ja. Überhaupt bei den ersten 2 cm. Ja. Der, nein, das lassen wir. Der Spritverbrauch und Co. wird deswegen auch nicht mehr. Also von dem Alter, her. Ich fahre einen Hybriden. Was denkst du, wie ein Schritt? Ich fahre das Ding mit 7,2 Liter. Ja, und ich fahre einen V8 Hybriden. Bin da genauso kommt grün. Mit Sprit daher. Alles, was keinen Sprit braucht, geht nicht. Ist ja kein Mercedes. Also, ob der jetzt einen Liter mehr oder weniger braucht. Draufgeschissen. Aber der Fahrspaß wird besser am Auto. Ja. Definitiv. Und es ist auch oftmals auch beim Berganfahren oder so, wenn er einfach ja, schneller. Überholen, glaube ich, wird lustig. Genau, ja. Richtig. Weil das Ansprechverhalten halt einfach kommt und er fährt halt. Weil die Motorleistung hat er ja. Er hat eine super Motorleistung. Ja, geht. Ja. Supra Motorleistung gibt es in dem Ding halt nicht. Supra. Doch, gibt es schon. Verkehrt. Auch nicht zu früher. Ja, in dem Sinne, was ist dein Fazit davon? Geil, passt. Passt, oder? Gekauft. Siehst du? Wir haben wieder einen Lexus-Fahrer glücklich gemacht. Ja, in dem Sinne, dann fahren wir zurück zu uns, oder Kevin? Ja. Und dann würde ich sagen, fangt er noch ein paar schöne Carbhörnchen ein, weil so einen schönen Lexus GS haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Außerdem, ja gut, das Einzige, was ein bisschen schade ist, er fährt eigentlich richtig schöne Sommerfelgen noch. Jetzt haben wir natürlich schon fast Winter, jetzt sind Winterreifen drauf, naja, macht auch nichts, aber du hast da wenigstens schöne Felgen noch ausgesucht für den Winter. Jo. Genau. Sind nicht die Originalen. Keine Stollfelgen. Nein, sind auch die Original Lexus-Felgen hässlich, entschuldige, aber für dieses Auto, nee. Mit Sommerfelgen wäre natürlich noch schöner, aber okay, by the way, wir haben jetzt Winter, hilft halt einfach nichts. Ja, ihr zwei Hübschen fangt noch ein paar schöne Pörnchenbilder ein, oder? In dem Sinne sage ich, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.